So, ihr Lieben, weiter geht's. Wir verarbeiten Reste, die hier so auf dem Schreibtisch rumschwirren. Ich habe mir hier ein Stück Motivpapier ausgesucht und hatte hier noch von einem Windlicht, was ich gebastelt habe, was tatsächlich aus den beiden Materialien entstanden ist, ist dieser Stern hier rausgefallen. Und da werde ich jetzt hier dieses Vellum aufkleben. Das hatte ich mal von Sustrene Grene. Und ich finde das immer ganz hübsch, auf den Karten noch Vellum aufzulegen, weil dann ja, das Motiv, was man da aufklebt, noch mal besser zur Geltung kommt. Genau. So. Und dann einfach hier den so rauf. Ich denke mal, so werde ich den irgendwie aufkleben. Und da werde ich jetzt, glaube ich, auch das Set benutzen, was wir jetzt bei der letzten Karte benutzt haben. Ich hoffe, ich bringe das auch alles so in der Reihenfolge. Warte mal, ich drehe den mal nochmal. So sieht er aus wie so ein tanzender Mensch. Oder tanzender Stern halt. Ich mache das mal so. Bringen wir hier nochmal einen Pupselkleber auf, damit das hier nämlich auch klebt. Und schneiden wir hier die Reste, die überstehen, ab. Und hier war nämlich in dem Set, da hatte ich ja hier dieses ein Geschenk für dich. Haben wir hier unten aber noch für einen kleinen Wunsch, für einen großen Wunsch für dich, sponsored by, anbei etwas Geld, ein paar Kröten, etwas Knete, ein paar Mäuse. Mir völlig unbekannt gewesen. Das ist so ein tolles Set. Ich kann euch auch gar nicht sagen, wie es heißt. Weil da ist zwar immer zwischendrin irgendwo, aber ich sehe es jetzt hier nicht. Guckt mal vielleicht irgendwie. Weiß ich nicht, so viele Geschenke von Herzen, ich weiß nicht, wie es heißen könnte. Auf jeden Fall weiß ich, dass bei Dani Preuß jetzt nochmal eine extra Kategorie ist, wo alle Weihnachtsstempel zu finden sind. Und ich denke, da der wird auch bei Weihnachten bei sein. Weil hier steht ja auch mit Grüße vom Christkind und erst am 24. öffnen. Und ich nehme jetzt hier anbei etwas Geld, hört sich so förmlich an, oder? Für einen kleinen Wunsch nehme ich. Dann habe ich nämlich hier auch nochmal eine Gutscheinkarte. Und da kann man dann wieder passend für entweder Geburtstagskinder zur Weihnachtszeit oder halt tatsächlich als Weihnachtsgeschenkkarte nehmen und dann einfach ein bisschen Geld reinstecken. So, nehmen wir das hier gleich. Da stelle ich jetzt aber wieder schwarz. Einen kleinen Wunsch. Warte mal kurz. So. Das ist immer von der Sortierung her. Dieses Set habe ich jetzt halt in meiner Schachtel mit Weihnachtssprüchen. Aber für einen kleinen Wunsch, das ist natürlich Sache, ich glaube, würde behaupten, da habe ich letztes Jahr schon das ein oder andere Set durchgesucht, um sowas zu finden. Und denn, ja, man ahnt ja nicht, dass es auch ein Weihnachtsset ist. Naja. Das. Für einen kleinen Wunsch. Cool. Also, dass ich das jetzt hier so mache, gefällt mir tatsächlich selbst richtig gut. Weil man dann auch mal sieht, was man so hat. Und das dann verwendet. Und naja. So, das kann jetzt aber in den Müll. Jetzt ist die Frage, ich würde das, glaube ich, diesmal linksbündig aufkleben. Muss ich einmal hier noch mal kürzen. Hier ein Stück einkürzen. Und dann, ja, ich mache wieder so einen Wimpel. Finde ich irgendwie am schönsten. Sagt ihr mal, wie ihr die Enden meistens von euren Sprüchen macht. Ich bin überhaupt gar kein Fan von so aufkleben, wobei das jetzt hier auch gut gegangen wäre. Aber ich finde es immer schöner, wenn es irgendwie so vom Rand der Karte kommt. Weiß ich nicht. Ich klebe das hier unten auf. Mache ich jetzt auch wieder mit Flüssigkleber. Den hätte man jetzt auch matten können. Den Stern nochmal mit Weiß hinterlegen.
Es war aber kein Stanzteil, sondern von der Cricut geschnitten. Da hatte ich das mündlich, nämlich, kann ich euch mal zeigen, das steht nämlich hier. Das da. Davon sind es quasi die Reste. Das ist Venom und daraus ist auch der Stern. Und deswegen hatte ich jetzt die Form nicht nochmal da, um es irgendwie in einer anderen Farbe auszustanzen. So. Finde ich cool. Habe ich schon eingekürzt? Ich glaube schon, ne? Ja. Und dann auf eine Kartenrolle und wieder ist eine Karte fertig und wir haben Reste verarbeitet. Herrlich. Ihr fragt, was ich mit den ganzen Karten mache. Ich habe bei mir ein Häuschen auf dem Grundstück zu stehen. Da kommen die rein. Ein Verkaufshäuschen. Aber ansonsten, warum nicht auch mal irgendwie ans Altenheim spenden, an Kinderheim? Guckt da mal in eurer Umgebung. Die nehmen das, glaube ich, gerne. Weil die Leute wollen ja auch ihren Angehörigen. Der Spruch ist schief. Ist das schlimm? Nö. Ihren Angehörigen Karten schenken. Ich glaube, die nehmen sowas auch ganz gerne. Ja. Karte Nummer weiß ich nicht, wie viel ist fertig. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.